Fest steht, die Erde ist ein Wasserplanet. Rund drei Viertel der Erdoberfläche ist von Ozeanen bedeckt. Außerdem gilt Wasser als Ursprung allen Lebens auf der Erde. Doch noch immer ist nicht endgültig geklärt, woher das ganze Wasser stammt. Etwa durch die Einschläge von Kometen und Asteroiden auf der jungen Erde. So jedenfalls die gängige Theorie. Doch jetzt gibt es einen neuen, super spannenden Ansatz von einem US-Forschungsteam. Und dabei spielt die Sonne eine erhebliche Rolle. Demnach könnte nämlich auch der solare Urnebel der Ursprung des irdischen Wassers sein. Wie das genau abgelaufen sein könnte und warum das die Existenz von außerirdischem Leben viel wahrscheinlicher macht, erfahrt ihr jetzt bei Klicks um Science and Fiction. Hier gibt es täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Bisher geht man davon aus, dass wohl Asteroiden und Kometen das irdische Wasser mitbrachten, als sie auf die junge Erde einschlugen. Hinweise darauf geben die chemischen Signaturen, die des Ozeanwassers und des Wassers auf Asteroiden. Die sind sich nämlich sehr ähnlich. Diese Theorie wird so akzeptiert, obwohl es rätselhafte Diskrepanzen gibt. Beispielsweise die gigantischen Wasserreservoirs im tiefen Inneren der Erde. Das Gestein dort speichert nämlich mindestens doppelt so viel Wasser, wie in allen Weltmeeren enthalten ist. Und seine Signatur gleicht dem Wasser der Asteroiden eben nicht wirklich. Konkret geht es um den Gehalt von Deuterium. Dieser ist im Wasser des tiefen Erdmantels deutlich niedriger als beim Asteroidenwasser. Ähnlich bei den wasserreichen Kometen, die ebenso nicht wirklich in dieses Bild passen. Durch die Raumsonde Rosetta nämlich konnte man herausfinden, dass die Isotopensignatur des Kometenwassers eben nicht mit der Signatur der irdischen Ozeane übereinstimmt. Heißt also, eine umfassende Erklärung dafür, was damals auf der jungen Erde geschah, kann diese Theorie nicht liefern. Und so tüfteln Forschungsteams weltweit ohne Unterlass über die eine so spannende Frage, wie genau kam das Wasser auf die Erde. Ein neuer spannender Ansatz kommt jetzt von einem Forschungsteam der Arizona State University. Sie wollen die alte Theorie erweitern und beziehen sich dabei auf die Sonne. Genauer gesagt auf den solaren Urnebel. Denn dieser ist wohl das vorherrschende Reservoir für Wasserstoff im frühen Sonnensystem gewesen, so die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Dennoch gibt es eine Diskrepanz, die sich wieder auf den Deuteriumgehalt bezieht, denn der solare Wasserstoff enthält viel zu wenig Deuterium, um tatsächlich das Ozeanwasser geliefert haben zu können. Doch das US-Team hat eine Erklärung dazu und die beginnt sehr früh, nämlich als die Urerde von einem Magma-Ozean bedeckt war und zudem umgeben von einer Urwolke. Diese zog Gase des solaren Nebels an, wodurch sich eine erste Uratmosphäre gebildet hat, die reich an Wasserstoff war. Dieses band an das im Magma enthaltene Eisen, nachdem es sich von dem glutflüssigen Gestein gelöst hatte. Als sich dann die Erdschichten bildeten, sank das Eisen in den Erdkern und nahm einen Großteil des Wasserstoffs mit. Und jetzt aufgepasst, die Erdkruste erstarrte langsam und das Wasser reicherte sich in ihr und im Erdmantel mit Deuterium an, bedingt dadurch, dass Deuterium eine kleinere Affinität zu Eisen hat als normaler Wasserstoff und dies zu einer Trennung der Isotope führte. Auf die Erdoberfläche gelang weiteres Wasser und zwar durch die Einschläge von Kometen und Asteroiden. So entstanden dann Stück für Stück die Ozeane. Ihre neue Theorie hat das US-Forschungsteam in Simulationen überprüft. Zitat: Wir berechneten, wie viel Wasserstoff sich im geschmolzenen Mantel lösen konnte und wie viel davon im Erdkern gelandet wäre. Dann verglichen wir diese Werte mit aktuellen Deuteriumanteilen aus Proben des tieferen Erdmantels. Und tatsächlich, auch wenn die Urerde durch extraterrestrische Quellen wie Asteroiden genug Wasserstoff für 7 bis 8 Ozeane bekam, stammt eben nicht alles daraus. Bis zu 0,5 Ozeane müssen nach Berechnung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem solaren Urnebel stammen. Heißt also konkret, 1 bis 2 Moleküle von 100 Molekülen irdischen Wassers stammen demnach aus der Urwolke. Doch dieses Urwasser hat die Erde in ihrem Inneren vor uns versteckt. 4 bis 5 Ozeane sind wohl im Erdkern enthalten und das Äquivalent von rund 2 Ozeanen im tieferen Erdmantel, so das Forschungsteam aus Arizona. Der Rest hat dann wohl die Weltmeere gebildet. Diese neue Theorie könnte durch Analysen von Gesteinen überprüft werden, denn nicht nur Wasserstoff, sondern auch Edelgase, Stickstoff und Kohlenstoff müssten in das Erdinnere gesunken sein. Angenommen, dass sich tatsächlich vor ewig langer Zeit mal Gase aus dem Urnebel im irdischen Magma-Ozean gelöst haben sollten, dazu einer der beteiligten Forscher, Jun Wu.
Diese Gase sollten Isotopenspuren in der Chemie der tieferen Gesteine hinterlassen haben, nach denen wir nun gezielt suchen können. Diese Theorie zum Ursprung des irdischen Wassers macht die Existenz von Wasser auf Exoplaneten und damit auch außerirdisches Leben noch ein Stückchen wahrscheinlicher, denn nicht nur die Erde, sondern eben auch Exoplaneten könnten auf diesem Weg zu Wasser gekommen sein, auch ohne Asteroiden. Dazu Wu, unser Modell deutet darauf hin, dass die Bildung von Wasser fast schon zwangsweise auf jedem ausreichend großen Gesteinsplaneten erfolgen würde. Ich finde das ziemlich spannend. Und es bestätigt immer mehr die These, dass eben Leben keine Ausnahme im Weltall ist, sondern die Regel. Es wird also wirklich immer wahrscheinlicher und nicht mehr lange dauern, bis wir auf solches Leben stoßen werden. Hier auf Klicksum erfahrt das dann natürlich mit als erstes. Wenn ihr kein Video dazu verpassen wollt, dann abonniert Klicksum auch auf Englisch, denn auch da gibt es immer wieder Videopremieren. Einfach dafür hier draufklicken und darunter geht es weiter mit Exciting Discovery, There Was No Big Bang. Bis bald, hoffentlich auch auf dem englischen Kanal. See you soon. Stay tuned.